Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4 in der Vault 88. Jo, unserem kleinen Sorgenkind zum Teil auch, das kann man schon, glaube ich, so sagen. Was ist denn das jetzt wieder für ein Drum? Das will ich ja gar nicht haben. Und ja, es gibt hier und da wieder Ecken und Kanten, wo einfach nichts hinhauen will. So auch hier in dieser Ecke. Ja? Es wird nur an einer Stelle grün. Das ist echt grau. So geht's auch nicht. Warte. Ja. Ach, so vielleicht. Warte. Ah. So wird's schon mal gehen. Okay. Und dann hier die Wand, ne? Vielleicht normale Wände. Ja. So. Mit normalen. Ja, das haut schon mal hin. Ja, das haut hin. Ach, wie schön. Das geht schon mal. Aber hier unten, das... Ja, sicher. Da unten, da hier, das ist echt... komisch. Dass das nicht hinhauen will. Da. So, klipp, 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 klipp. Na komm. So. So wird sie schon mal nicht so schlecht ausschauen. Ne? Ich bin am überlegen, ob ich hier überhaupt gar keine Tür hinbaue. Weil die ärgert mich da schon. Tür, siehst du? Kaum sage ich Tür, mache ich eine Tür. Die ärgert mich jetzt schon die ganze Zeit. Und so schön langsam kann die mir mal kreuzweise. Ehrlich. Die Tür. Jetzt war es gerade grün, oder? Ja, oben natürlich, ist klar. Ich will die aber da unten haben und nicht da oben. Aha, die Ecke wird sie auch noch nehmen. Aber hier, das mag sie überhaupt nicht, die Tür. Voll die Zickentür. Will einfach nicht passen. Ist ja unerhört sowas, oder? Irgendwas passt mit dem Eck hier nicht. Voll komisch irgendwie. Dann lasse ich es eben so, wie es ist. Ist mir wurscht. Das ist ja dann einfach nur ein Durchgang. Schaut nicht schön aus, aber ehrlich gesagt, es spinnt so rum. Dass es mir jetzt ehrlich, ganz ehrlich gesagt, schon wurscht ist. So. Es ist mir schon wurscht, echt. Würdest du hier zumachen? Warte, na, ja, jetzt, gut. Ich sag euch, Leute. Das ist nichts einfach. Okay, dafür dann dahinter noch, okay, von mir aus. Noch eine andere Wand. Wow. Warte. So. Jetzt. Vielleicht hat die Tür jetzt Bock. Nein. Definitiv nicht. Für oben, ja, sagt sie, okay, machen wir, aber da nicht. Okay, dann soll sie mir doch den Buckel runterrutschen. Echt, ist ja wahr. Rutscht den Buckel runter und dann ist gut. Gut, hier haben wir es ja schon schön zu. Das ist ja gut, gut, gut. Die Tür macht mal Verschwindibus. Was hier nicht schlecht wäre, wäre mal Licht und so. Und da oben bauen wir jetzt auch die Decke fertig. Ich glaube, das ist so, ne? Ja. Das müsste es. Wow. Was haben wir denn da? Aha. Ich stecke irgendwie fest. So. Da bauen wir das so. Jo. Und so. Und so. Dann um die Ecke. So. Dann haben wir hier schon mal zu. Mehr oder weniger. Dann hier die Wand. Die Wände. So. Und so. Ja, und da drüben auch nochmal. Wenn es denn klappen tut. Na, natürlich nicht. Nein, ich
Na, das haut nicht hin. So. Eine offene Ecke haben wir ja nicht, ne? Nein. Wie schlecht. So. Das wird klappen. Da oben auch zufällig, weil dann war es mal wurscht. Na, da muss die mal weg. Ich probiere es jetzt einfach irgendwie. So. Okay. So. Ecke. Nicht Ecke. Vielleicht ist es jetzt da oben besser mit der Wand. Vielleicht. Zumindest so schon mal. Und so. Ja, okay. Ist okay. Kann man lassen. Da die eine da ist mal wurscht. Wobei, die ich jetzt wieder mitnehmen kann. Haha. So. Jo, ist... Warum ist die jetzt so weit draußen? Manches schaut komisch aus. Ich kann es nicht ändern. Oh, aber ich hätte eins ändern können. Warte mal. Oh je, hoffentlich klappt das noch. Und zwar, da gibt es ja ein Eck mit Dach, ne? Klappt nicht mehr, ne? Ach, scheißen Dreck. So. Jawohl. Und hier jetzt vielleicht? Wartet einen Moment. Ha, mein Ohr hat gekitzelt. So. Ja. Beziehungsweise ein Haar war da so eingeklemmt beim Ohr und das hat fürchterlich gekitzelt jetzt. Kitzel. Ja. So, wird das noch schön heute? Ich glaube nicht. Weißt was? Manchmal, ne? Da möchte man einfach nur ein bisschen was kaputt machen. Wird es jetzt dann bald mal grün? Okay, ich glaube, warte. Na, super, jetzt hat es hingehauen, ne? Ah. Jetzt. Jo. Passt nicht 1:1, aber ist mir mittlerweile ehrlich. Ich schwöre, ist mir wurscht. So, das kommt jetzt wieder mit. Da außen sieht ja keiner was. Da kann es ruhig hässlich sein. Das macht nichts. So. Da wollte ich, glaube ich, nichts mehr machen, ne? Das sollte hier Schluss dann sein. Hier wieder offen. So, die Türen. Ja. Dann hier die Innenwand. Die Wand innen. Da wollte ich wieder mit sowas machen tun. Hier. Na, das da. So. Dafür muss jetzt aber wieder der Boden weichen. Und das Zeug auch. So, also mal hier hin. Dann, jo. Yep, eigentlich. Jo. Das Labor muss auch mal weg. Das schmeißen wir auch raus. So, raus mit dir. Husch. Das kommt auch weg. So. Also, yep. Yep. Das lasse ich mal. Nein. So. Also. So. Nein. Ja. Komm schon. Ja. Sehr brav. Hier braucht man eine Ecke. Und zwar... Achso, die geht ja nicht. Die muss ich wieder selber bauen. Warte. Dann vielleicht zuerst... Na, die da. So. Dann hier einen Boden. Na, nur ein normaler Boden. Ach, alter Schwede. Ah, warte, hier. Das müsste eigentlich auch schon klappen. Jawohl. Dann da oben gibt es nochmal auch ein mit Dach.
Und zwar den hier. So. Jawohl. Das klappt gar nicht mal so schlecht. Dann kommt hier normalerweise vereinzelt eine Tür. Die da. Ja. Und oben eine Wand. Jawohl. Mit Dach. Natürlich. Entschuldigung. Fast verkehrt gemacht. Mit Fenster, genau. Na, ohne Fenster. Das hier. Ja, ja. Ja, ja, das geht schon. Das haut schon hin. Mua. Sehr gut. Ich hätte da anfangen sollen von der Mitte aus. Und dann mich um die Volt herum arbeiten. Dann hätte es vielleicht besser geklappt, alles zusammen. Aber das soll's. So. Also, jawohl. Klawusch. Hier ums Eck. Na. Bitte mitspielen. Jawohl. Dann wieder so ein Eckteil. Mit Boden und Decke. Also zuerst der Boden. Na, zu weit. Super Zocki. Das da mit Boden? Jawohl. So. Und hier. Ah, falsch. Warte. Mit Eck. Da. Das müsste der hier sein. Jawohl, jetzt hatte ich schon Angst, dass es nicht hinhauen tut. Alles gut. Und hier nochmal. Nein. Das da normalerweise. Ja. Und unten normalerweise einen einzelnen Türdingens. So. Na bitte, das schaut ihr schon mal was gleich. Innen halt. So, dann kommt die Decke. So, die Decke, die war jetzt die da, ne? So, ja. Klipsel und... Na nü? Jetzt. Hurra! Dann diesen Raum haben wir jetzt schon mal fertig. Bravo! Super! Wie toll! Ja, da draußen schaut es nicht so schön aus. Aber das eine Teil, da passt schon mal. Sehr, sehr fein. Gut. Dann brauchen wir hier weitere Böden. Na, das sehe ich schon richtig so, glaube ich. So, Boden. Boden. Ich brauche einen Boden. So, ein Boden, zwei Boden, drei Boden, vier Boden. Da auch noch ein Boden? Nein. Da ist kein Boden mehr. Den lasse ich so. Ich glaube, das kann man so... Ja. Ich glaube, das geht schon. Da gibt es ja sicher auch... Ist das hier mit Geländer wieder? Nur ein einzelnes? Klappt das so? Das ist zu breit wahrscheinlich, ne? Hä? Ah, das wird gehen? Aha. Interessant. Das würde gehen. Schaut aber sicher nicht so toll aus, glaube ich. Oder? Weil es in die Wand reingeht. Na, da überlege ich mir noch was. So. Gut. Jetzt wäre irgendwie klasse. So, das werde ich wieder reinstellen hier, glaube ich. Ein bisschen verstecken. So, mal fürs Erste zumindest. Huch. Ja. Passt. Geht so ein Stück nach hinten? Eher nicht, ne? Na, das passt dann schon so. So, da la. Jo. Der ist schon langsam, nimmt sehr Form an. Langsam. Ecke, passt. Dann hier eine neue, also halt. Noch eine Ecke für oben droben. Da ist eigentlich, wo ist sie denn? Die da. Ja. Mei, ist das toll. Das haut doch mal hin. Muha. Muhaha. Schön. Das haut hin. Das ist echt toll. Dann brauchen wir hier haufenweise Decken. Die da. Und so. Klappt das irgendwie so? Ja. Nein. Vielleicht. Irgendwie. So. 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 Gut. Dann ein Stückchen weitergehen. So.
So. Mu. Ja. So, gut. Jawohl. 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 Halt. Jawohl. Hat auch noch hingehauen. Sehr fein. Soja. Soja. So. Warte. Ja. Yep. Schaut aus wie so ein Sklavenlager, oder? Alter. Ja. So. Ach, Herr Jemini. So, jawohl. Ja. Ja. Dann hier noch. Geht's noch? Ja. Geht hier auch noch? Ja, wenn ich gut stehe. Passt. Dann hier noch. Nein, da. Jawohl. Ach, schön, gleich ist alles überdacht. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Lalala. Halt. Ja. Ja, von mir aus so auch und... Ja, irgendwie geht's normalerweise. Nein? Okay. So, 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 so. Katsching, katsching, katsching. Und so, und so, und so. Jawohl. Achso, das ist noch gar nicht zu. Na komm, so, 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 so. Na? Ja. Das müsste eigentlich passen noch, ne? Da kann man normalerweise rauf, ohne dass man sich die Birne anhaut, oder? Jo, knapp, aber geht's ja aus. So, so. Und da drüben noch gar nicht? Nein. So, da ist auch noch nichts. So. Jetzt müsste es passen, ne? Jawohl, der obere Stock. Ja, ja, das passt schon so. So, mal schnell kontrollieren, ob ich irgendwo was übersehen oder vergessen habe. Nicht, dass da irgendwo ein Loch ist. Ein Loch. Ein Löchelchen. Nein, schaut, glaube ich, gut aus. Schaut, glaube ich, sehr gut aus. Mei. Jo, schon langsam, ne? Nimmt das alles ja wirklich Form an. Hä? Hey. So. Dann hier. Gemeinschaftsraum, ne? Ist ja auch so eine Geschichte. Da gibt es hier diese fertigen Zwischenböden. Genau. Genau. So. Na komm. Jawohl. Jawohl. Jo. Jo. Und zwar darf ich die nur bis hierher einmal machen. Warte. So. 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 Ich bin da im Weg. Und. Na komm. Hallo? So. Na, mach. Und hier? Ah, da spinnt's wieder rum. Warum eigentlich? Warum spinnt es darum? Warte, gibt es hier so ein Teil mit oben drüber? Also wie das hier nur? Na, natürlich nicht. Mhm. So was wird's geben. Das wird echt funktionieren, okay. Ich hätte es aber gern schön im Eck gehabt. Gut, sowas wie das hier wird es geben. Ja, quasi das Ganze im Ganzen. Das Ganze im Ganzen. Jo. Puh, Glück gehabt. Hat hingehauen. Sehr, sehr gut. Fein. Ja. Mhm.
Warte, du bist da sogar zu viel. Du bist da zu viel. So. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich wirklich so viele von diesen Dingern hier machen möchte. Da oben. Ich wollte nur hier groß lassen, damit wir hier quasi, wie gesagt, diesen Gemeinschaftsraum haben können. So, machen wir dann hier mal weiter. So, einfach so rüber. So. Dann hier vielleicht noch. So, und dann könnte man da oben in meinem Büro oder so, ist schwachsinnig. Gemeinschaftsraum haben wir dann eh da drüben. Und da müsste ich eigentlich auch noch zumachen. Bis ganz da drüben. Auf jeden Fall hier noch ein Stück. Hier auf jeden Fall noch. So. Hallo? So. 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 Ein Schritt zurück. Und so. Auf jeden Fall hier noch so. Bis dahin. Und hier wieder offen lassen, glaube ich. Das schaut irgendwie komisch aus, oder? Dann alles hier so offen lassen. Was wir halt brauchen noch ist ein Lagerraum. Den würde ich vielleicht hier. Vielleicht würde ich sogar hier noch freilassen. Ich probiere was. Warte kurz. Ja, ich tue das mal weg. So. Ich probiere mal was kurz. Momentchen. Was wäre, wenn wir das so lassen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Da drüben noch eins weg. Oder? Nein. Lassen. So schaut es aber schon besser aus, oder? Ich glaube, mir gefällt es so recht gut. Ich lasse es mal so. Ach, ja. Das ist echt viel Arbeit hier. Wie schaut es denn oben aus? Von oben meine ich. Aha, da haben wir ein Loch. Ein Loch ist im Boden. So ein Mist, so ein Mist. Der muss ganz schnell zugemacht werden. Na komm, Boden. Dann hupfe ich halt runter. Wenn es die leichte ist. So. Schön. Jo, das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier halt ein Geländer noch. Ein Geländer. Und hier halt vielleicht noch doch noch zumachen. Nur die drei wenigstens. Dass das nicht so komisch ausschaut. Aha, da ist das Ding weg. Dann kommst du halt jetzt wieder zurück an deinen angestammten Platz. Also hier hin. So. So, irgendwie. So. Boah, viel Arbeit, ne? Viel Arbeit, das ist. Und soll ich das Eck auch noch zumachen? Ich meine, ist eh schon wurscht, oder? Geht's überhaupt? Geht eh nicht. Draußen wird's gehen. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir so mal. Schaut ja nicht so schlecht aus, denke ich. Gut. Haben wir da schon Fenster drin? Ne. Nicht einmal noch Fenster? Puh. Echt jetzt? Na. Schnell Fenster rein. Da zieht's nämlich. So, hier ist auch noch keins wahrscheinlich. Da oben war da oben nicht auch ein. Ja, muss ich dann raufgehen. Hatten wir hier auch schon eine Tür?
Ich steck fest. Na, Tür ist auch noch keine. Jetzt aber, glaube ich. Oder? Ja. Habe ich jetzt zwei Türen gebaut? Boah, sind die Gläser schmutzig. Die Zocki kann nur meckern. Ja, das stimmt. Ich habe da ein Diplom sogar drin. Da ist schon Glas drin? Nö, oder? Hä? Was? Okay. Die wollen das nicht. Obwohl, es ist schon. Ist eh schon drinnen, ne? Oder? Na. Da ist kein Glas drin. Komisch. Naja, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie eben nicht. So, raufgehen. Gut, hier will ich ein Gelände haben. Gelände. So, gerade nach Möglichkeit. So, hier beginnend, ne? Aha, jetzt dreht sich das um. Okay. Dann müssen wir hier so beginnen, ne? So, Kindergrippe verteidigen. Okay, das heißt, wir müssen hier mal kurz abhauen. Dann kommt das hier. Na, ja, gut gemacht. Gut gemacht. Und normalerweise dann das hier. So. Das heißt, wir müssen hier kurz abhauen. Wir müssen den Leuten helfen gehen. Würde ich sagen, okay, machen wir auch. So, Kindergrippe hieß es, ne? Kindergrippe. Zeig mir das schon an. Na, sprich mit Preston. Sonstiges Kindergrippe. Da. Da, da, da. Die haben auch nur Probleme da oben, ne? Oh, warte. Die Powerrüstung brauchen wir noch. Ich. Gescheite Frauen. So. Die Powerrüstung. Bitte. So. Zack, zack. Sehr gut. Dann gehen wir denen schnell helfen. So. Da barabaram. Und zwar da oben droben. Na, komm. Okidoki. Perfekt. Gut. Ja, geht schon. Mach nur. Horuk. La la la. La ta ta. Ram bam bam. Ram da da. Da ram da ram. Wusch, wusch, wusch. Edda? Oh, da schießt sich alles kaputt. Alter, die Äther, ne? Ich will mal sehen, was erwischt. Glaub nur nicht, ich will dir nicht wehtun. Aha, da ist noch jemand. Was ist da gerade? Altes Mädchen, okay. Die Bramim rennt schon mal durch die Gegend. Alter. Ah, da ist jemand. Hoppala. Oh, okay. So geht's auch. Boah, das sind auch schon einige Siedler hier, ne? So. Ja, von mir aus nehmen wir alles mit. Da sind auch schon wieder mehr Siedler geworden, oder? Alter, wir werden nie fertig. Wie schaut's denn da jetzt aus? Mit den Moralen und so. Na, alles gut. Zwei Leute sind nur. Hat gerade irgendwie mehr ausgeschaut. Wahrscheinlich liegt das daran, dass der Händler da ist. Ja, servus Kaiser, ne? Den Schrott schmeiß ich mal hier rein. Den gesamten Schrott. Passt. Gut, dann können wir wieder zurück und weiterbauen. So.
Jetzt haben wir da oben Preston noch Bericht erstatten, ne? Ja, aber zuerst noch ein bisschen bauen. So, okidoki. Zurück zu Vault. Mhm. Da-da-da, ba-ba-da. Da-da-dam-da-dam-da-dam. Na los. Hü-hot. Perfekt. So, gut. Jawohl, die Commonwealth-Siedlungen. Haben wir da was an unsere Raider geschickt? Jo, gar nicht so schlecht. Kann mich nicht beklagen. So. Die Aufseherin ist wieder voll am Arbeiten. Falsche Taste, wieder mal. So. Genau. Und zwar, wir brauchen Boden. Da fehlt ein Boden. Der Boden. So. Passt. Das schaut schon besser aus. Beim Geländer bauen waren wir gerade, ne? Hier. Auf die andere Seite. Huch, muss natürlich auch noch sowas her. Her und hin. Hin und her. Also da. So. Na, falsch. Hier. So. Wir fangen wieder an mit. Wo ist er denn? Den da, ne? War das nicht das da? Aha. Ballert da gerade jemand? Mhm. Na gut. Oh nein! Was ist denn jetzt, ey? Was haben wir. Was ist denn jetzt? Raider Plünderer. Das kann's nicht sein jetzt, oder? Ich sehe mein Ziel nicht mehr. Ziel gesendet. Wo kommen denn die jetzt her? Noch jemand? Echt jetzt? Die haben jetzt dann vollen Sauhaufen hinterlassen. Ist nichts Persönliches. Einfach ein. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Du darfst nicht sterben. Ih, die kann noch reden, wenn der Kopf weg ist. Dachte voll, jetzt könnte ich. Wah, Alter, du Sau. Hallo. Blöde Kuh. So, nehmen wir auch mit. Die, der volle Trupp. Ich glaube, ich bin. Ja, ich trage zu viel mit mir rum, das ist eh klar. Noch jemand? Bagageländige. So. Transfer. Ja, die Waffen, die können die mal behalten tun. Ja, da haben wir wenig Schuss. Da haben wir nicht so viel Schuss, die lasse ich mal weg. So, das und das. Das kommt auch alles weg, alles gut. Ja, jetzt sind wir wieder leicht wie eine Feder. Zumindest fast. Fast. Edda, mach mal den Dreck hier weg, bitte. Danke. So. Darf ich jetzt bitte hier weiterbauen? Bagage? Echt. So, tap, 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 tap. Tap, 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 tap. So. Fein. Bauen, bauen, bauen. Okay. Bam. Der da, glaube ich, ne? Ja. Also da und da und da und hier auch noch. Na, da spinnt er rum. Das ist interessant. Gar nichts? Hör auf. Da. Jetzt ist noch einer da. Was war das? Der Ernst jetzt. Es ist noch so ein Gradler hier. Okay. Alles noch dran. Ja, da muss ich da am Eingang, muss ich dann echt was aufstellen anfangen.
Gut, hier geht das nicht. Vielleicht mit einer Wand. Huch. Entschuldigung. Eine Wand. Die Etta steht hinter mir. Ich sehe es. Ihr Licht. So, Moment. Entschuldigung, muss mal kurz husten. Hüstelchen. Decke. Da muss ja irgendwie was gehen. Nur ein Boden. Da geht gar nichts. Okay. Das hier ist eine Todesfalle. Für Raider. Scheibe. Da geht, da kann ich nichts machen. Geht hier das rein? Die Scheibe? Ja. Wenigstens etwas. Gut. Sehr gut. Was wir hier mal brauchen würden, wäre echt ein bisschen Licht. Nur ein bisschen Licht. Das wäre echt nicht schlecht. Was hätten wir da im Angebot? An Voltlichter oder so. Eine Ampel. Das wäre sicher nicht schlecht. Wandleuchten. Schicke Wandleuchte. Aha. Die haben wir schon im Dingens gehabt, ne? U-Bahn-Licht, Disco-Kugel, Straßenlampen, Wandleuchte weiß. Deckenleuchte. Leuchtstoff, Wand, Dings, Bums. Das klappt dann wirklich so? Das schaut aber komisch aus, oder? Da hätte ich schon gern was Schöneres gehabt, ehrlich gesagt. Aber die Disco-Kugel wäre sicher nicht so schlecht. Na, die passt nicht. So, also hier nicht zumindest. Ich gehe mal runter. Oder nein, warte. Doch. Nein, doch. Ah. Nee, da muss ja irgendwas Schöneres geben. Das gibt es ja nicht. Irgendwas Besseres. Vielleicht nehmen wir echt diese Edeldinger. Die hier. Einmal so. Nur leuchten die halt nicht, ne? Ohne Strom. Da müssten wir jetzt überall dieses komische Zeugs da verlegen. Zu jeder Lampe ein so ein Kastel dazu. Das war auch eine blöde Geschichte, oder? Was wäre wenn? So. Wow. Was wäre wenn? Ah, das reicht, wenn es in der Nähe ist. Das muss man gar nicht verbinden. Aha. Aha. Das muss man auch wissen. Boah, das leuchtet aber gar nicht mal so wenig hell. Puh. Reicht das auch schon für da drüben? Oder muss da... Da muss vielleicht wieder ein eigenes sein, ne? Ja, ja, freilich. Da braucht man wieder ein eigenes. Na. Und da steht die. So. Ja. Und da drüben vielleicht. Ist wieder jemand da. Das gibt's ja nicht. So. Licht. Da im Eck geht's auch noch. Na, da brauchen wir wieder was Neues. Dann lassen wir das mal. Wo kommen denn, wo kommen die Bagage jetzt immer her? Ach, jetzt schieß doch mal. Ja, ist klar, dass jetzt nichts trifft, ne? Oh, ist das ein Siedler gestorben?
Okay, na, Sturm nicht. Mhm. Gut. Das lasse ich jetzt nicht mehr auf mir sitzen. Jetzt reicht's mir. Jetzt werden die harten Geschütze aufgefahren. Kannst du sicher sein. Was haben wir denn da Schönes? Wir benötigen dafür auch Strom. Das macht gar nichts. Können wir hier... Hätten wir da so einen Sockel? Weiß ich gar nicht. Raketengeschützturm ist ein bisschen übertrieben, oder? Schweres Laserdingens. Ja, eigentlich. Und so. So. Ist nur jetzt ohne... Nein, nicht lagern. Ist jetzt nur gerade ohne Strom. Kann man das Dingens hier, diesen komischen Schalter, zufälligerweise auch hier irgendwo anbringen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre dann leicht übertrieben, oder? Ja. Extra eine Wand dafür aufstellen? Eine Stromleitung bauen von da bis da drüben ist aber auch recht doof, oder? Oder? Oder nicht? Oder vielleicht doch nicht? Laserstrahlennetz. Aha. Aha. Okay. Ja, ich würde sagen, wir stellen da solche Stromdingens auf. Hier außen stört es normalerweise eh nicht, glaube ich. Ist nur die Frage, ob ich hier vernünftig den Strom... Jo, haut sogar hin. Ich bin entzückt. So, dann hier im Eck. Würde ich meinen. Ja, das klappt auch. Und dann natürlich noch eins. Also einer mal hier im Eck. Dass man da nach Möglichkeit recht gut vorbeikommt. Und dann, ja, das war nicht so schlau. Den wäre schon gut hier herstellen. Ich probiere es mal, wie es mit dem Kabel ausschaut. Ob der Kabel dann zu sehr... Na, der ist gar nicht mal im Weg. Du, das geht. Leidens, das geht sogar. Und dann würde ich sagen, bauen wir da nochmal so ein Schutzdingens auf. War das auch bei der Vault dabei? War das hier dabei? Na, ne? Das war schon hier dabei, ne? Hier? Ja, da sind sie. Das habe ich gesucht. Nur ein paar von denen vielleicht. Dass das Ding ein stabil geschützt ist. Muss nicht einmal viel geschützt sein. Da reicht so ein bisschen. So. So. Und vielleicht hier nochmal sowas aufstellen. Wir haben eh genügend Glumpert normalerweise. Zumindest noch. So, das müsste hier schon mal reichen. So. Und dann vorn beim Eingang natürlich. Bei der Vault, da vorn draußen. Oh, der Part ist zu Ende. Da vorn draußen wollte ich nur sagen, brauchen wir wahrscheinlich auch was. Edda, bist du das? Jupp, die steht hier Wache. Huch, Entschuldigung, Edda. Also hier vielleicht... Wenn wir hier so einen Strom noch anbringen würden, vielleicht hier noch sowas aufstellen, so Lasergeschützdingens. Vielleicht hier so einen? So. Und vielleicht geht's auf der Kiste auch? Schade. Und
vielleicht dann auch hier so ein. Dann können die Krüppel schon kommen. Die haben dann allesamt umgeballert. Wartet, ich mache nur noch schnell den Strom an. Wenn es mir gelingen tut, ich hoffe sehr. Wo war der jetzt? Da drüben, ne? Da. Hier war er. Strom, geht das anbringen hier? Eventuell? Nein? Hör auf. Ich darf da keinen Strom? Ey, das ist aber jetzt nicht nett. Wieso darf ich das jetzt nicht? Ach. Nichts geht ohne Komplikationen, aber nichts. Darf ich hier eine Wand aufstellen? Nur eine einzige. Bitte. Lord, das würde mir sogar lassen. Aber das ist doch auch eine Voltwand. Warum geht denn das nicht? Das ist halt wieder sowas von typisch, ne? Das ist wieder sowas von typisch. So. Weg damit. Und das will mir jetzt echt jemand erklären, dass das keine richtige Vaultwand ist. Naja. So. Was soll man machen? Das ist halt, ja. Ernsthaft. Ja, ich kann sie auch nicht benutzen. Das ist echt doof. Naja, ich muss den Part jetzt mal beenden. Im nächsten Part werden wir uns darum kümmern. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!